Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren und detaillierten Video zum neuen AMD Threadripper. Ich habe hier einen Threadripper 3960X, also die 24-Kern-CPU, ist eine Retail-CPU, die ich mir gekauft habe. Das heißt, der Test heute ist auch mit einer Retail-CPU gemacht, das heißt, es ist keine Engineering-CPU-Sample oder sonst was, also entspricht dann dem, was ihr wirklich erwarten könnt, wenn ihr eine CPU kauft. Ich habe von Gigabyte ein TRX 40 aus Extreme zugeschickt bekommen, zusammen mit einer CPU. Das ist auch gerade hier aufgebaut. Also hier ist das Mainboard drauf mit einer 2080 von Aorus und eben einem 3960X. Den habe ich aber für den Test nicht verwendet, sondern die selbst gekaufte CPU, einfach nur, um sicherzustellen, dass wir quasi Retail-Werte verwenden, wenn wir quasi schon Zugriff drauf haben. Die CPU muss sowieso zurück. Deswegen verwenden wir für den Test die Retail-CPU. Der Titel ist natürlich etwas provokant gewählt, das ist mir klar. Ich habe hier einen Threadripper 2990WX oder X. Also hier steht X drauf, aber ist ja eigentlich am Ende WX geworden. Und diese CPU, die ist ja bei mir immer nicht so gut weggekommen, weil die in vielen Tests trotz der 32 Kerne einfach nicht so krass performt hat. Und da steigen wir auch direkt ein und schauen uns ein Adobe Premiere 4K Video Rendering Test an, weil es hat sich einfach unfassbar viel getan mit den neuen Threadripper CPUs. Ihr seht, so im unteren Drittel, da haben wir den Threadripper 2990WX. Der hat hier knapp 14 Minuten gebraucht für das 4K Video Rendering und war nicht viel schneller als ein 9900KS 8-Kern-Prozessor von Intel. Ja, und jetzt schauen wir mal ganz nach oben. Und da steht der 3960X, 24 Kerne, 8 Minuten. Wenn wir das Ganze noch übertakten auf 4,3 GHz, dann landen wir hier bei 7 Minuten 39 mit 24 Kernen. Und das ist eine Ansage. Das ist wirklich ein krasser Sprung. Also wenn wir bedenken, wir sind von 32 Kerne von dieser CPU, die von mir liebend immer Threadripper genannt wurde, weil die einfach nicht so krass performt hat. Und da haben wir jetzt auch schwarz auf weiß, es lag nicht an Adobe, weil plötzlich geht es ja mit 24 Kernen und 32 Kernen. Das heißt, es war einfach die Architektur der CPU, der zweite Generation Threadripper, auch erste Generation Threadripper, der war einfach noch nicht so krass optimiert. Dritte Generation Threadripper, also Zen 2, krass. Wirklich krass, was sich da getan hat, absolut beeindruckend. Das zeigt, dass diese Architektur von AMD mit dem I.O. Die in der Mitte, als quasi Kommunikationsschnittstelle, dass alle CPU-Kerne immer Zugriff haben auf Arbeitsspeicher und nicht so wie bei den alten Ryzen Threadripper, dass nur zwei Chips direkt an den Arbeitsspeicher angebunden sind. Ja, hat sich mega viel getan. Bin ich sehr, sehr froh drüber. Bevor wir uns weiter die CPU-Benchmarks anschauen, werfen wir einen Blick auf die Plattform und schauen uns auch erstmal das Aorus Extreme an. Das heißt, TRX 40 als Plattform, krass, wahrscheinlich die beste Plattform seit, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren, muss ich ganz klar sagen. Alleine die Tatsache, dass wir 8 Lanes PCI Express 4.0 zwischen CPU und Chipsatz haben. Das ist wirklich eine Ansage, weil jetzt haben wir endlich, eigentlich für die meisten Applikationen, selbst, ich sag mal, absolute High-End-Applikationen, haben wir keinen Flaschenhals mehr zwischen CPU und Chipsatz. Und das ist mit die beste Änderung, die ich seit Jahren gesehen habe. Also wir haben ja bei dem Aorus Extreme insgesamt 4 M2-Slots. Und wenn man die voll bestückt, dann hat man da eigentlich keinen Flaschenhals. Klar, wenn man jetzt 4 extrem schnelle Generation 4 M2 SSDs verwendet, dann vielleicht schon in irgendwelchen synthetischen Tests, aber in der Realität sollte man da eigentlich keinen wirklichen Flaschenhals erfahren. Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Also 8 Lanes zum Chipsatz, die beste Änderung an der ganzen Plattform, muss ich sagen. Dann schauen wir uns mal kurz das Aorus Extreme so ein bisschen an. Wir haben hier ein XL-ATX Mainboard. Das muss euch klar sein, wenn ihr euch das Mainboard vielleicht kaufen wollt. Also es ist ein Stückchen breiter als ein ATX, also quasi E-ATX-Breite. Es ist aber auch ein Stückchen länger. Also da müsst ihr schauen, in was für ein Gehäuse das reinpasst. O11 Dynamic XL, da sollte das zum Beispiel reinpassen. Wie gesagt, wir haben 4 M2-Slots auf dem Board. Wir haben 4 voll 16 mechanische PCI-Express-Slots, davon sind aber 2 mit 16 elektrisch angebunden und 2 mit 8 elektrisch, weil die CPU hat ja 48 PCI-Express-Lanes, die direkt zu den quasi Grafikkarten-Slots gehen.
Dann haben wir einen angewinkelten 24-Pin ATX-Stecker, also die Stromversorgung für das Mainboard. Das ist so ein bisschen ein Feature. Ich finde es schön, optisch gesehen, weil dann die Kabel rechts zur Seite weggehen. Kann aber auch problematisch sein, je nachdem, was ihr für ein Gehäuse habt, dass ihr dann irgendwie mit dem Stecker kollidiert. Das muss man dann im Einzelfall prüfen. Dann haben wir extrem viele Lüfteranschlüsse, die alle oben in der rechten Ecke sind. Ist in den meisten Fällen praktisch, wenn man eine Custom-Wasserkühlung hat, dann hat man alles gebündelt. Kann man ein schönes Kabelmanagement realisieren. Aber ich hätte mir gewünscht, unten auf dem Board vielleicht auch noch zwei oder drei Lüfteranschlüsse zu haben. Das wäre ganz cool gewesen. Dafür haben wir die ganzen RGB-Anschlüsse alle unten auf dem Board und dafür keine oben. Also wenn man das Ganze ein bisschen gemixt hätte, hätte mir das noch ein bisschen besser gefallen. Aber von der Anzahl der Anschlüsse auf jeden Fall ist genug da. Wir haben Dual 10 Gigabit LAN. Das ist krass. Wir haben hier einen Intel LAN-Controller drauf. Das heißt, das ist eigentlich so absolut Server-Grade-Netzwerklösung. Also da gibt es nichts zu meckern. Ist wahrscheinlich die beste Netzwerklösung, die ich seit langer Zeit auf irgendeinem Mainboard gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein anderes Board gibt, wo es Dual 10G LAN gibt mit diesem Netzwerkchip drauf. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr gut. Also kann man auf jeden Fall für alle Workstation-Applikationen verwenden, dieses Board. Und wir haben eine 16-Phasen-Spannungsversorgung und die ist auch nicht gedoppelt. Also wir haben echte 16 Phasen drauf. Das heißt, egal was ihr mit dieser CPU auf diesem Board anstellen wollt, sei das 24-7-Betrieb, Rendering, Extreme Overclocking, also die Spannungsversorgung wird euch auf jeden Fall nicht bremsen. Wir haben eine relativ große Kühlkonstruktion. Wir haben oben einen Kühler, der aus Finnen besteht und an der Seite nochmal beim IO-Shield einen zusätzlichen Kühlkörper, der komplett aus Finnen besteht. Also wenn man da einigermaßen Luftstrom im Gehäuse hat, dann werden die Temperaturen von den Spannungswandern sehr, sehr gut sein. Das kann ich euch auch jetzt schon mal sagen. Die CPU Stock 1 Stunde Prime 590 hatte ich maximal 69 Grad Celsius Spannungswandler Temperatur. Und wenn ich dann einen Lüfter ein bisschen Entfernung hingestellt habe, also quasi simulierter Luftstrom, dann sinkt das bereits auf 48 Grad Celsius. Und das ist eine extrem solide Spannungswandlertemperatur. Also dementsprechend, wenn es im Gehäuse eingebaut ist, ein bisschen Luftstrom, Lüfter auf den Radiatoren, werdet ihr auf gar keinen Fall Probleme haben. CPU übertaktet 4,3 GHz bei 1,36 Volt. Also das ist so das, was man bei so einer CPU aus meiner Sicht erwarten kann. Hatte ich komplett ohne Luftstrom 87 Grad Celsius. Also auch das ist gerade für so ein Overclocking mit so einer Leistungsaufnahme immer noch im absolut grünen Bereich. Und dann mit minimal Luftstrom sinkt das Ganze schon um 30 Grad Celsius auf 57 Grad Celsius, also eingebaut im Gehäuse, werdet ihr auf jeden Fall mit dieser Spannungsversorgung unter keinen Umständen Probleme haben. Adobe Premiere haben wir uns ja bereits angeschaut und haben festgestellt, dass man die CPU auch absolut gut zum Rendern verwenden kann. Ist auch eine gute Frage, ob diese CPU sogar vielleicht stärker ist als der 3175X, den ich mir selbst ausgesucht habe für meine Rendermaschine. Das werden wir natürlich in einem der Videoteile dort noch testen. Das kommt aber nicht im heutigen Test. Wir schauen uns jetzt erstmal noch Cinebench R20 Ergebnisse an. Natürlich synthetischer Test, skaliert extrem gut mit den Kernen. Das sieht man hier auch ganz deutlich. Also dementsprechend ist auch der 3960X hier an der Spitze, gerade mit Overclocking über 14.000 Punkte, ist natürlich beachtlich. Wenn man aber Single-Core-Performance anschaut, dann ergibt sich das Ganze nicht wirklich viel. Also wir sind hier auch komplett im Bereich von dem 3900X oder vom 9900K, 9900KS. Die geben sich hier aktuell alle nicht mehr viel. Bei Single-Core-Performance ist nur der 9900KS mit 513 Punkten bei 5,2 GHz schneller, aber ansonsten Multicore-Performance natürlich mit 24 Kernen absolut unschlagbar. Die große Frage für mich war natürlich, kann man so eine CPU dann auch fürs Gaming verwenden? Weil, wie gesagt, früher gerade der 2990WX war ja fürs Gaming nicht wirklich geeignet. Der war ja da tatsächlich in manchen Benchmarks extrem schlecht. Der 3960X allerdings nicht. Wir schauen uns jetzt mal Shadow of the Tomb Raider in 1440p an. Und was sehr interessant ist, ist, dass der gerade 3960X mit 4,3 GHz OC bei den durchschnittlichen FPS tatsächlich vorne liegt. Also hier sogar vor einem stark übertakteten 9900KS. Also wir haben hier 116 FPS durchschnittlich. Dafür sind aber die Minimum FPS bei dem 3960X etwas niedriger mit 96, aber trotzdem auf einem Level, wo man sagen muss, es reiht sich komplett ein mit allen anderen, ich sag mal, Gaming-CPUs. Also es gibt da keinen Unterschied. Zumindest bei Shadow of the Tomb Raider sehe ich die CPU als absolut geeignet an, auch für den Gaming-Betrieb.
Gleiches Bild bekommen wir nochmal in Battlefield 5 auf 1440p bestätigt. Wir haben hier den 3960X Stock, minimal langsamer als ein 3900X. Wenn wir den 3960X dann übertakten, dann landen wir hier über einem 3900X und knapp unter einem 9900K, also auch in Battlefield 5. Absolut empfehlenswert. Kommen wir jetzt zu ein paar zusätzlichen Tests, die so, glaube ich, bisher noch keiner gemacht hat. Das hat mich auch extrem viel Zeit gekostet. Also ich glaube, ich habe über 150 Cinebench Runs gemacht, alleine um diese ganzen Daten zu erheben. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie verändert sich die Leistungsaufnahme von dieser CPU, wenn wir die Frequenz erhöhen bei einer fixierten Kernspannung. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Fall gerade immer Cinebench R15, messen die Leistungsaufnahme, also die Spitzenleistungsaufnahme während des Tests. Und wir hatten hier mal eine Kernspannung von 1,36 Volt. Das ist das, was meine CPU gebraucht hat für 4,3 GHz alltagsstabil. Wir starten bei ca. 3 GHz, da liegen wir bei 200 Watt Leistungsaufnahme. Und wenn wir das Ganze dann weiter hochschrauben, einfach nur die Frequenz, aber die Kernspannung gleich behalten, dann sehen wir, wir landen am Ende irgendwo bei so 270, 280 Watt Leistungsaufnahme bei der CPU bei 4,3 GHz. Wir haben einen nahezu linearen Anstieg von 3 GHz auf 4,3 GHz und man kann sagen, pro 100 MHz braucht die CPU zusätzliche 5 bis 6 Watt Leistungsaufnahme. Also dieser Ausschnitt, auch wenn es jetzt ein bisschen gekrümmt aussieht, ist eigentlich nahezu linear. Wir haben einen sehr ähnlichen Einfluss von der CPU-Kernspannung auf die Leistungsaufnahme. Auch hier ist zumindest dieser Ausschnitt, den wir haben, ist ein relativ kleiner Ausschnitt von 1,14 bis 1,42 Volt, ist relativ linear. Die CPU war hier immer auf 4 GHz getaktet und ich habe dann dementsprechend immer die CPU-Kernspannung angehoben um 20 mV. Wir starten bei 1,14 Volt mit ca. 160 Watt Leistungsaufnahme, geht hoch auf 1,42 Volt mit ca. 310 Watt Leistungsaufnahme und auch hier relativ linear, zumindest den Ausschnitt, wie gesagt, den wir sehen. Und wir haben pro 10 mV zusätzliche 5 Watt Leistungsaufnahme bei der CPU. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir eine CPU übertakten, dann erhöhen wir ja die Frequenz und wir erhöhen die Spannung und da beide relativ linear zunehmen, ist das Bild, das wir jetzt hier sehen bei der Leistungsaufnahme, dementsprechend relativ exponentiell. Wir starten bei 3,9 GHz bei 1,09 Volt und haben da eine Leistungsaufnahme von 140 Watt. Oben einen Cinebench-Score von 5736. Wenn wir das jetzt weiter treiben bis auf 4,4 GHz, dann steigt die CPU-Leistungsaufnahme bei 4,4 GHz und 1,44 Volt auf 350 Watt und 6400 Punkten im Cinebench. Und da sieht man einfach, dass TSMC 7 Nanometer sehr effizient ist, sobald die Frequenz so, sag ich mal, bei 4 GHz liegt und die CPU-Spannung so um die 1,15, 1,2 Volt und alles darüber eskaliert wirklich komplett. Und das ist auch der Grund, warum man bei diesen CPUs über 4,3, 4,4 nie wirklich sieht, weil das eskaliert so steil nach oben ab 4,4, dass es einfach nicht mehr möglich ist, so eine CPU so zu kühlen, dass man weiter takten kann. Wenn wir diesen Chart dann jetzt wirklich mal übersetzen, dann muss man sagen, von 4 GHz auf 4,4 GHz haben wir ja einen Frequenzzuwachs von 10%. Wenn wir den Cinebench-Score anschauen, dann geht es von 5700 auf 6400. Das sind 9,7% Leistungszuwachs, also relativ linear die Leistung zur Frequenz. Das ist interessant. Wenn wir jetzt aber die Leistungsaufnahme anschauen, dann haben wir für 9,7% zusätzliche Leistung 117% zusätzliche Leistungsaufnahme. Das heißt, 10% mehr Leistung, mehr als doppelte Leistungsaufnahme. Und da muss man sagen, Overclocking bei diesen CPUs moderat ist wahrscheinlich ist es auch nicht sinnvoll, aber es kann man machen. Aber starkes Overclocking bei diesen CPUs ist absolut überhaupt gar nicht sinnvoll. Also überhaupt gar nicht. Das liegt einfach an TSMC 7 Nanometer, ist für so ziemlich genau 4 GHz optimiert, 1,2 Volt, alles drüber. Ja, man kann es natürlich machen, aber es eskaliert eben. Nochmal kurz zurück zum Board, da habe ich eine Kleinigkeit vergessen, was ja auch immer viel nachgefragt wird, viel kritisiert wird, sind die Lüfter auf den AMD-Boards. Zu Recht. Könnte man auch mit relativ coolen Kühllösungen lösen. Das Schöne ist, bei diesem Board ist unter keinen Umständen bei mir bisher der Lüfter angelaufen. Also ich habe das getestet, Crystal Disk Mark, PC Mark 10 und in keinen von diesen Umständen
ist der Lüfter angegangen. Wir hatten maximal eine Chipsatztemperatur von 62 Grad Celsius. Dementsprechend kann ich sagen, es ist okay, dass der Lüfter drauf ist, weil bei mir lief der bisher nie und so soll es auch sein und dann ist es auch nicht nervig. Kommen wir jetzt schon zum Fazit. Fast. Es gibt noch einen negativen Punkt, den wir leider diskutieren müssen. Der 3960X, extrem gute CPU, ist natürlich nicht günstig, muss man sagen, klar, aber ihr kriegt 24 Kerne, die durchgehend sowohl in Workstation-Applications als auch in Games wirklich schnell ist. Wir haben eine Plattform TRX 40, sehr, sehr gute Plattform, alleine die Verbindung zwischen Chipsatz und CPU, was will man sich mehr wünschen? Das Einzige, was ich einfach kritisieren muss, mal wieder, und es tut mir schon fast leid, dass ich dieses Thema wieder aufbringen muss, ist einfach der Boost-Clock, weil es absolut unnötig ist. Stellt euch vor, ihr habt jetzt gerade das Viertelmeilenrennen gewonnen, ihr habt einen neuen Rekord weltweit für Viertelmeilenrennen aufgestellt, habt ein Auto, das hat 10.000 PS, ihr habt die schnellste Zeit der Welt, das Auto hat von mir aus 400 km/h am Ende Geschwindigkeit und dann kommt ein Interview und ihr sagt, ja, es ist das schnellste Auto der Welt, aber es läuft eigentlich auch 450 km/h. Aber ihr könnt es nie abliefern. Und dann denke ich mir, ihr habt ja den Rekord. Warum? Es ist unnötig, keinen interessiert es. Genau das gleiche haben wir beim Boost-Takt auch. Warum wird der schon wieder mit 4,5 GHz angegeben? Und auch in den anderen Reviews, Gamers Nexus schaut sich an, wird der Boost-Takt wieder nicht erreicht. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass diese Thematik seit 5 Monaten existiert und man, okay, 3900X und so weiter, die CPUs waren auf dem Markt, haben sie vielleicht einen Fehler gemacht, von mir aus. Aber dass man dann bei den neuen CPUs das nicht einfach korrigiert und sagt, okay, die CPU kann einfach nur 4,4 und es auch richtig angibt. Nein, wir schauen uns an, Cinebench R20, 1T, wir haben natürlich zwischendurch die Spikes, da geht die CPU auf maximal 4475 MHz hoch, hält das Ganze dann für 1-2 Sekunden, aber in der meisten Zeit reicht die CPU den Boost-Takt nicht. Und man muss sagen, es ist einfach nicht relevant. Wir wissen ja, wie gut die Performance der CPU ist, das sieht man in allen Benchmarks. Dann frage ich mich, warum wird dieser, ich sag mal, Marketing-Nonsense überhaupt angegeben? Es ist einfach komplett unnötig. Man ruiniert sich selbst das perfekte Produkt. Das Produkt ist quasi perfekt, man behauptet was, was nicht da ist, was komplett unnötig ist. Warum? Es ist einfach Marketing-Nonsens, der nicht da sein müsste. Interessanterweise gehen wir auf die AMD Threadripper Homepage, schauen uns mal kurz maximale Leistungstaktrate an. Da wird jetzt hier ein Disclaimer angegeben. Und da steht dran, maximale Boost-Taktung für AMD Ryzen-Prozessoren ist die höchste Taktrate, die von einem einzelnen Prozessorkern erreicht werden kann, der eine stoßweise Single-Threaded-Auslastung verarbeitet. Also das ist schon stoßweise, ist man ja schon zurückgerudert, also nicht durchgehend. Max Boost variiert aufgrund diverser Faktoren, unter anderem Wärmeleitpaste, Systemkühlung, Mainboard-Konzept und BIOS, neuester AMD-Chipsatztreiber und Betriebssystem-Updates. Okay, wir haben wahrscheinlich das beste TRX-40-Board, das es gibt, das hier drauf ist. An dem Board wird es mit Sicherheit nicht liegen. Die Spannungsversorgung auf gar keinen Fall. Wir haben einen Noctua-Kühler drauf. Der ist stark genug. Wir haben Single-Threaded-Leistung. Wir lasten ein Thread von 24 aus, nee, von 48, sind ja 24 Kerne. Dementsprechend ist Thermik auf jeden Fall kein Problem. Wärmeleitpaste auf gar keinen Fall, kann man sofort ausschließen. Neuester AMD-Chipsatztreiber ist installiert. Neuester Betriebssystemtreiber ist installiert. Es ist nichts anderes gelaufen außer Cinebench. Also, ja. Es ist schön, dass die Sachen ausgeschlossen werden, aber wenn ich die ganzen Sachen durchgehe, dann schließe ich die ganzen Sachen aus und es funktioniert immer noch nicht. Und da muss ich sagen, unnötig, absolut unnötig. Da sieht man, wie man sich das perfekte Produkt ein kleines bisschen schlechter machen kann. Weil diese CPUs sind extrem gut und ich würde es jedem empfehlen, der natürlich sagt, okay, ich habe einen Use Case dafür, 24 Kerne, kann ich irgendwie auslasten durch Workstation. Ich habe nichts auszusetzen an dieser Plattform. Sehr, sehr gut. Bis auf den Boost. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.